Hallo und willkommen zu diesem Video. Tut mir leid, dass gestern keine Videos kamen, aber ich habe gestern den ganzen Tag und heute an meinem neuen Profilbild gesessen. Ich hoffe, es gefällt euch, weil es hat ziemlich lange gedauert. Night Angel, also mein Ember Mane und Dart und Pouncher, die zwei Drachen, raus aus dem Bild heraus zu editieren. Heute kommt ein Klettervideo und zwar zeige ich euch, wie ich in meinem Klettervideo Teil 1 oder 2 gesagt, wie man hier hochkommt. Also als erstes müsst ihr hier hinlaufen nach Mannheim. Danach müsst ihr hier hoch springen. Ganz wichtig ist aber für alles, für Klettern und für das Sonstige in SSO, ich benutze für das Stoppen immer die O-Taste, also den Fotomodus, weil ich finde, damit kann man viel präziser springen und landen. Und danach müsst ihr hier hoch auf den linken Hügel, weil da rechts kommt man nicht hoch. Anlauf nehmen, springen und dann seid ihr oben. Dann einfach rennen zur Seite springen, so oft springen wie es geht, in diesen Ritz hoch und dann seid ihr oben hier. Ich zeige euch das jetzt nochmal gleich in Zeitlupe. Und dann seid ihr hier oben. Hier oben gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht hier rechts hoch, was der deutlich bessere Weg ist, wenn man einen schönen Ausblick haben möchte. Aber wir gehen zuerst hier links hoch, da das ein für mich neuerer Weg ist. Weil ich bin immer rechts hochgegangen, aber hier links geht es tatsächlich auch lang. Nicht sehr weit, aber es geht hier lang. Wieder mit schön mit O stoppen. Hier kann man ein ganz gutes Bild machen, wenn man sich so hinstellen. Und dann könnt ihr halt hier noch so ein bisschen weiter klettern, aber relativ weit geht es dann hier nicht mehr. Hier hört es dann auch schon wieder auf, wie ihr seht. Da hoch kommt man auch nicht. Also ich habe es zumindest noch nicht probiert. Aber ich denke nicht, dass man da so gut hochkommt. Nope, kommt man nicht. Auf jeden Fall. Wobei, man kommt doch hoch. Also man kommt doch hoch. Aber weiter als hier oben geht es dann auch nicht. Aber hier oben kann man jetzt doch sehr süße Fotos machen. Wirklich sehr süße Fotos. Dann gehen wir mal runter zu dem eher besseren Ausblicksteil, wenn man noch nicht ganz so viel Klettererfahrung hat. Dafür kommt ihr hier hoch und lauft dann hier entlang. Schön immer springen, wenn ihr könnt. Aber nicht versuchen abzustürzen. Nicht so wie ich gerade. Fail. Auf jeden Fall müsst ihr versuchen, hier nirgendwo zu stürzen. Dann schön laufen. Und dann nicht runterfallen hier, das ist wichtig. Geht ihr hier hoch. Auch ab und zu mal springen, wenn ihr nicht weiter hochkommt. Und habt hier einen echt wunderschönen Ausblick. Also wirklich, er ist ja wirklich wunderschön. Hier sieht man ja alles. Hier war ich auch in meinem Intro rum. Und es ist hier echt wunderschön, muss man sagen. Man kann hier auch noch weiterlaufen, sodass man dann hier drüben ist. Und ich finde es hier wirklich wunderschön. Da unten ist auch ein kleiner geheimer Ort, wo man hier, wenn man da entlang läuft, ja, kommt man hier hin. Da sind so ein paar Runensteine. Das ist auch ein sehr süßer Ort. Und jetzt habe ich euch gezeigt, wie man hier hochkommt. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie man runterkommt. Klar, man könnte den Weg da runternehmen, aber man könnte auch hier entlang laufen. Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber eine Freundin von mir hier auf diesem Baumstamm entlang laufen. Das klappt, ich habe es noch nicht geschafft, aber es klappt. Und wenn nicht, lauft ihr einfach hier entlang und schon seid ihr unten.
noch ein kleines Special für diese Folge hier. Wenn ihr hier weiter runterlauft, ich bin jetzt hier in Richtung Fire Grove, dann kommt ihr hier in hohle Steine. Das ist super für CT, auch super für normale Treffen mit Freunden. Wird auch auf jeden Fall noch in meine Auflistung für die ruhigen und besonderen Orte kommen. Und hier kann man weiter durchspringen und ist dann noch in einem kleinen Geheimraum. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und auf jeden Fall echt funny. Und das ist halt hier der Übergang. Ich mache dann noch eine kleine Kletterfolge, wie man auf diesen Berg hier kommt. Auf den hier. Das ist ein bisschen schwieriger als der andere. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich verlinke euch noch ein paar Videos. Und wenn ihr weitere Videoideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jeden weiteren Like, über Abo, über ein Kommi mit Video gehen oder einfach auch nur so. Und ich freue mich. Tschüss. Schönen Abend euch noch.